Jetzt brauchen wir nur noch den besten Hacker der Galaxis. Es gibt diverse Kandidaten. Starte Projekt Totschlag. X394. ND? D. Multiples Systemversagen. Ich würde sagen, er brauchte einen Mischregulator, aber er ist ein Museumsstück. Okay, was ist passiert? Ich sehe nichts mehr. Ich sag's nicht gern, aber ist er nicht programmiert, dich wegzupusten, wenn wir von Jaylens Plan abweichen? Das ist deine Chance. Nein. Noch eine Idee? Okay. Es gibt eine alte Fabrik aus den Klonkriegen. Wir müssen mit Tamen reden. Jetzt, Kay. Dick, bitte sag mir, dass die Fabrik in der Nähe ist. Das würde ich gern. Aber nur Tamen weiß, wo sie ist. Das ist Zeitverschwendung, Kay. Wenn meine Systeme versagen, dann versorgt dich Jaylen mit angemessenem Ersatz. Bitte, spar dir deine Energie, ja? Also, was machen wir, wenn Tamen ihm nicht helfen kann? Nicht viel, Kay. ND5 ist ein alter Droide. Er braucht einen Mischregulator von einem Original-WX-Energiekern. Bitte sprecht einfach weiter so, als wäre ich nicht hier. Äußerst erhellend. Da wären wir. Hör zu, Kleiner. Sag mir einfach, wo ich Kay Vess finden kann. Wie wär's, wenn du einfach einen Abgang machst? Kay! Das ist mal ein leichtes Todesmahl. Aha. Kennst du meinen Kampfdroiden schon? Als hätte Serik Besch Angst vor dieser Rostbeule. Hey, NT, du hättest mich fast getroffen. BX meldet sich zum Dienst. Ein funktionierender BX? Die habe ich bisher nur in Einzelteilen gesehen. Er wird nicht mehr lange funktionieren. Sein Energiekern versagt. Und du sollst wissen, wo wir einen neuen herkriegen. Eigentlich hatte ich vor, das geheim zu halten. Aber gut, dann kommt mit. Ich zeig's euch. Die Katakomben führen zur Fabrik. Unfassbar, was für Zeug man da unten finden kann. Ich frage mich, wessen Idee es war, Myrrha auf einem Friedhof zu bauen. Es ist ein effizientes Design. Ich mag dich nicht, wenn du defekt bist. Also, der Weg in die Fabrik beginnt in deinem Keller. Warum glaubst du, habe ich das Haus gekauft? Also, die Monsunsaison beginnt bald. Mein üblicher Weg ist überflutet. Aber ihr kriegt das schon hin, richtig? Tja, müssen wir wohl. Danke, Tamen. Also, was meinst du, ist hier unten begraben? Sag bloß, du hast Angst im Dunkeln. Was? Ich hab keine Angst. Es ist nur, in Kantobald gab es immer Millionen von Lichtern. Mhm. Bleib bei mir, ja? Hey, ich sehe eine Energieleitung. Die sollte den Weg zur Fabrik weisen. Gut, ich vertraue dir.
Okay, aber wie soll ich denn jetzt da hochkommen? Das wurde von Separatisten errichtet. Die Fabrik kann nicht weit sein. Komm, Nix. Lassen wir die Leiter runter. So geht's. Gut gemacht, Kay. Wir kommen rauf. Ist da was? Ach, Sackgasse. Nicht für uns. Ich gehe nie ohne meinen Fusionsschneider aus dem Haus. Hier drüben! Halt das mal offen. Okay, das hätten wir. Der Turbolift stammt noch aus den Klonkriegen. Kannst du ihn wieder aktivieren? Gedeek, bist du sicher, dass die Liftkonsole noch funktioniert? Sieh dir das an. Ein Kurzschluss. Dann musst du bloß eine andere Energiequelle für den Turbolift finden. Unten müsste es eine Hilfskonsole geben. Alles klar. Ich aktiviere jetzt die Hilfskonsole, Gedeek. Okay, ich bin gleich unten. Ich repariere nur schnell noch ein paar rostige Konverter. Wär's, wenn du dich etwas beeilst? Ich glaube, ich bin hier nicht allein. Au!
Ah, tja, jetzt sind sie tot. Einheit B1275 kommen. Einheit B1699 kommen. Einheit B1888 Diagnose und Schadensbericht. Ach, die sind hinüber in D. Wir müssen weiter. Ja, das ist mir klar. Ich, schalte mal das Tor an. Republik hat wohl die Fabrik gefunden. Sie fanden fast alle. Trieben uns in das Outer Rim hinaus. Es war der Anfang vom Ende. Ach, na los, gehen wir weiter. Annäherungsalarm! Was ist los, Andy? Hinterhalt, unsere Position ist umstellt. Klonkommandos. Ich hab's. Alles klar. Er ist in Transportstasis. Okay, aber das Kontrollpult ist durch. Ich suche uns einen anderen Weg durch die Tür. Hier, nimm meinen Fusionsschneider. Hast du schon mal mit sowas gearbeitet? Ich hab genug von denen im Südviertel gesehen. Ja, wie du meinst. Mal sehen, was ich für ND5 tun kann. Kannst du das für mich öffnen, Nix? Das ist von ND5. Woher wissen wir, dass er uns nicht erschießt, wenn du ihn anschaltest? Ich kann ihn auf keinen Fall schleppen. Und du? Na gut, weg hinauf. Kay, was ist passiert? Wie lange war ich deaktiviert? Mach dir keine Sorgen. Bleib einfach bei Gedeck, okay? Fabrik. Stellt euch die ganzen alten Teile vor. Die Hybrid-Droiden, die man basteln könnte. Ja, ich verstehe, warum Temmin die Klappe gehalten hat. Ich wurde an so einem Ort konstruiert. Genau deshalb sind wir hier. Wartet hier. Ich kümmere mich um die Tür. Kannst du das für mich offen halten? Nix. Halt das mal für mich, ja?
was haben wir denn hier? Klasse, Kay. Das Tor öffnet sich. Wir sehen uns drin. Oh, ernsthaft? Hey, Gedeck! Ich komm hier nicht raus. Kannst du mir helfen? Kein Problem. Warte kurz. Gut, gehen wir. Das ist unglaublich. Siehst du das, Kay? Druiden. Hunderte Druiden sind hier unten. Ziemlich gruselig, aber es gibt nur einen Druiden, um den ich mir gerade Sorgen mache. Okay, ja, Konzentration. Oh, ist das ein Kommandomodell? Gedick! Der Turbolift hat keinen Saft. Funktioniert hier drin überhaupt irgendwas? Kay, es ist Zeit, Jaylen zu kontaktieren. Meine internen Systeme fahren herunter. Gedick, kannst du was machen? Er braucht eine stabile Energiequelle. Such dir eine Konsole und schalte den Lift an. Okay, schon dabei. Strom für diese Konsole. Ein Generator läuft, ich muss nur noch einen Weg durch diesen Montageraum finden und die anderen beiden starten. Ich kann ihn stabilisieren. Zumindest für eine Weile. Tu, was du kannst, okay? Noch ein Generator.
glaube, uns ist jemand gefolgt. Ich kann uns beschützen. Oder mich mit deiner Fehlfunktion über den Haufen schießen. Nein. Bleibt ihr in Bewegung. Ich sehe mir das an. Das ist nicht gut. Serik Bash muss uns gefolgt sein. Kay, wir haben in einem Gang Schutz gesucht. Gut, ich habe Todesmalprobleme. Serik Bash hat uns gefunden. Um die kümmere ich mich zuerst, dann komme ich zu euch, ja? Seltsam. Hier scheint sich was zu bewegen. Wenn die fünf? Geht ich? Ach, sie sind weg. Angriff nix. Sie haben sie erwischt. Seht nach. Nichts. Ist hier jemand? Wir müssen weiter suchen. Da war ganz bestimmt. Mutter der Monde! Wir haben sie erwischt! Findet mich! Moment! Nein! Jemand hat sich im Visier! Geh nach! Versteck dich nix! Bankfahrig! Es ist Ah!
Das kann doch nicht wahr sein. Und das hier ist eine Geheimbasis. Komm mir bloß nicht in die Quere. Ich wollte dich um Hilfe bitten, aber vielleicht brauchst du jetzt meine. Nein, ich schätze, ein Todesmal ist mehr als genug. Lasst sie gehen. Kay, das ist vielleicht die letzte BX-Fabrik im Outer Rim. Yibi-Eindringling entdeckt. Was braucht ihr? Die Hutten haben eins unserer Teams. Sie verkaufen es ans Imperium. Hilf du meinen Freunden und ich helf deinen. Wenn du mir krumm kommst, verkaufe ich dich ans Imperium. Gut. Du kannst die Reparaturanlage benutzen und wir suchen das Teil. Ich muss ihn so schnell es geht an die Fabrikenergie anschließen. Hoffentlich funktioniert die noch. Denk dran, wir brauchen einen Mischregulator aus einem, das ist wichtig, BX-Energiekern. Komm schon, Großer. Wann verschwinden wir? Mein Trupp prüft unsere Informationen über den Aufenthaltsort der Hutten. Wir haben Vorräte. Bist du versorgt? Prüf mal deinen Blechkameraden. Schau, ob der was braucht. Er heißt ND5. Okay, Entschuldigung. Gib einen alten Versorgungsturbolift, den wir als Ausgang nutzen. Wenn du bereit bist, geh zur Oberfläche. Hey, Wes. Mein erster Eindruck von dir war falsch. Damien, hättest du mir auf Kanto gesagt, dass du einem Freund helfen willst, wäre es vielleicht anders gelaufen. Aber ich will nicht darüber reden. Hat mir Spaß gemacht, zuzuschauen. Damien ist dafür verantwortlich, dass ich ein Todesmal habe. Wie geht's ND? Ich habe ihn an die Energieversorgung der Fabrik angeschlossen. Aber ich weiß nicht, wie lange er damit funktioniert. Tu, was du kannst. Ich komme zurück, sobald ich diesen Rebellen geholfen habe. Willst du dich mal umsehen? Komm mal. Vielen Dank, Menschenfrau. Okay, Asara, ich bin oben. Wo bist du? Auf dem Weg zum Hottengebiet. Wir treffen uns dort. Ganz genau. So, Nix. Es geht los. Okay, ich muss zugeben, ich bin überrascht, dass du das alles für einen Droiden auf dich nimmst. Tja, und ich bin gar nicht überrascht, dass die Hutten euch übers Ohr gehauen haben. Mein Trupp wurde gefangen genommen, als sie Waffen gegen die Tributkonvois kaufen wollten. Ha, lass mich raten. Die Hutten haben gemerkt, dass gefangene Rebellen mehr bringen als gewöhnliche Kunden. Ich hätte es wissen müssen. Kallis hätte den Fehler nicht gemacht. Sie war meine Schwester. Und sie starb in der Schlacht von Scarif. Tut mir leid. Nie davon gehört. Dafür hat das Imperium gesorgt. Kallis war eine Heldin. Und als sie mich brauchte, war ich nicht da. Deshalb bin ich jetzt in der Rebellion. Hey, Asara. Was ist los, Kay? Eins frage ich mich, seitdem deine Crew mich zum Sterben zurückgelassen hat. Ja,
Tut mir leid. Wie bist du in einem von Sliros Tresoren gelandet? Tja, Sliro ist ein Mann mit vielen Ressourcen und ich dachte, ich könnte einigen Zweck zuführen. Ja klar, aber warum du? Du bist nicht gerade gut in sowas. Schon, aber ich kenne Leute, die es sind, wie dich. Und die Rebellion braucht alle, die sie kriegen kann, wenn wir das Imperium schlagen wollen. Okay, Asara. Ich bin im Tunnel zum Huttengebiet. Dann bist du in der Nähe. Ich kundschafte unser Ziel aus. Du hast es geschafft. Gut. Wir sind nicht zu spät. Mein Trupp ist da unten, auf dem Weg zu den Käfigen. Die Hutten haben sie noch nicht verkauft. Sie verhandeln wohl noch immer mit dem Imperium um den Preis. Das sind meine Freunde, Kay. Und ND ist meiner. Versteck dich, während ich das durchziehe. Gefangene sind leichter zu befreien als Geisel. Jawohl. Ich suche einen Fluchtweg für uns.
Ist jemand in der Nähe? Minor, Pichuta. Aquatima. Akudo. Day. Okay. Asara, die Käfige sind offen. Gerade rechtzeitig. Das Imperium ist hier. Ach, das ist nicht das Imperium. Das ist Zerik Besh. Keine Ahnung, Kay, aber hol meine Leute da raus.
schon. Das war Glück. Aber warum war das Serik Besh und nicht das Imperium? Schätze, seitdem wir ihm in die Quere gekommen sind, geht Sliro gegen Rebellen vor. Tauscht uns gegen Einfluss. Also Kay, du hast deinen Teil gehalten. Du hast heute viele Leben gerettet. Und du könntest noch viel mehr retten. Weißt du, was ich über euch Rebellen gelernt habe? Was denn? Ich habe ein Todesmahl, einen halbtoten Druiden und eine Crew ohne Schwergewicht. Und ihr redet nur darüber, wie ich euch helfen könnte. Ihr seid auch nur ein Syndikat. Ihr nehmt euch einfach, was ihr braucht. Wir haben den BX-Regulator. Sieht aber nicht gut aus. Wir sind unterwegs. Geht es Andy 5 gut? Beeilen wir uns. Hast du ruhige Hände? Perfekt. Der hier. Verbinde ihn mit der Kupplung. Schnell. Aber nicht zu schnell. Kay. Du hältst den Fass rum. Ende? Ein Wunder, dass er so lange durchgehalten hat. Gedick! Lass los! Kay? Kay? Willst du drüber reden? Der Casino-Job ging schief. Was soll ich groß dazu sagen? Es heißt, Gedick wollte einen Droiden kapern. Aber der geriet in Panik. Und löst der Alarm aus. Du weißt davon? Ich habe noch ein paar Kontakte beim CBPD. Gedick hat's versaut. Glaubst du, ich wollte, dass er erwischt wird? Du hast ihn zurückgelassen, Kay. Jetzt bleibt ihm entweder Gefängnis oder Imperium. Moment. Gedick kannte das Risiko, ja? Ich arbeite lieber allein. Schon immer. Das klingt nach Rico. Nicht nach dir. Genug geredet. Dir geht's gut. Habe ich dich verletzt? Na, wenn schon. Du warst kaputt. Nein, so bin ich. Ohne Jalen Sandbolzen bin ich nur ein Kampfdroide. Infiltrieren und eliminieren. Und mehr nicht. Das warst du? Ich war dagegen. Geheimnisse, Kontakte, Kredits. Bei mir läuft alles zusammen. Hey, Kay. Wir brauchen zwei Hacker, oder? Tja. Und sie ist die Beste. Nicht sie. Ein Schiff, eine Crew, ein großer Auftrag. Ich wusste, dass sowas in dir steckt. Ich helfe dir nur dabei, erfolgreich zu sein. Gut, Kay. Schon klar. Aber die Beute geht vor. Wir brauchen sie. Du brauchst sie. Und ein Todesmahl verschwindet nicht einfach. Schön, dass du wieder da bist. Ja.
Wir haben viel nachzuholen, Kleine. Was willst du hier? Jill meinte, ihr braucht Feuerkraft. Und Rebellionen sind teuer.